Doch beginnen wir mit dem Film Je suis Kai. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber meiner Kollegin Clara fragt sich, wie das sein kann, dass ein Mensch, den man eigentlich als empathisch und reflektiert eingeschätzt hat, plötzlich in irgendeine rechte Szene abdriftet und sich ganz davon vereinnahmen lässt. Je suis Kai versucht, diese Dynamiken ein bisschen zu erforschen. Und wie sie den Film fand, das verrät sie Ihnen jetzt. Das deutsche Drama Je suis Kai startet erstmal mit einem großen Knall. Ein Bombenanschlag mitten in Berlin. Die junge Maxi, gespielt durch Luna Wedler, verliert dabei ihre Mutter und ihre zwei Brüder. Der Vater und sie überleben den Anschlag aus purem Zufall. Beide sind traumatisiert, aber während sich Maxis Vater zurückzieht, geht sie nach vorne und lernt dabei den charismatischen Karl kennen, gespielt durch Janis Niebuhr. Er ist der Anführer einer neuen politischen Bewegung und Maxi hat das erste Mal das Gefühl, etwas gegen ihre Trauer und Wut tun zu können. Viel zu spät merkt sie, dass sie Rechtsradikalen auf den Leim gegangen ist. Bist du von der Kirche? Gott, nein. Klingt das so? Nein, wir reden über das Leben und über die Zukunft, über unsere Zukunft. Kennt da niemanden in Prag? Mich kennen sie ja schon mal. Je suis Kai spielt gelungen mit der Tatsache, dass wir bei rechten Gruppierungen ein klares Bild im Kopf haben. Karls Organisation kommt so jung und frisch daher und hat wenig mit dem Erscheinungsbild der AfD zu tun. Dabei greift dieser Aspekt und der talentierte Niewöhner perfekt ineinander. Karl ist der Inbegriff vom Wolf im Schafspelz. Und auch ich habe sehr lange seine eigentlichen Absichten nicht gesehen. Mal ganz davon abgesehen, dass hier Je suis Kai eine authentische und fesselnde Geschichte erzählt, macht er eines ganz klar deutlich. Es kann auch abseits von Maxis Schicksal so schnell passieren, dass man Halt sucht und die Falschen die Arme offen halten. Das zeigt der Film, ohne aufgesetzt oder gezwungen zu wirken. Und er stellt wichtige Fragen. Wie müssen wir neuen Rechten begegnen? Und wie erkennt man sie überhaupt? Je suis Kai ist auf keinen Fall ein typisch deutscher Film. Man vergisst das sogar mit der Zeit. Vielleicht auch, weil viel Englisch und Französisch gesprochen wird, aber vor allem, weil er die krampfige deutsche Filmattitüde hinter sich lässt und ein wichtiges modernes Thema hat, was heute aktueller denn je ist und doch allzu gerne unter den Teppich gekehrt wird. I swear to you, a secure home is possible. It is possible, but first we have to get rid of those responsible for these murderous policies. And we are almost there already. So much has already been achieved. In Sweden. Yeah, hello Sweden. In Poland. Yeah.